Hallo Sportfreunde und willkommen zum Achtelfinale der PES Euro 2016 Rumänien gegen Deutschland. Ja, wir spielen ja mit Rumänien. Nächstes Mal, wenn wir jetzt halt rausfliegen würden, würde in 2 Tagen das erste Gruppenspiel von Wales kommen. Ja, und in der Gruppe C werde ich ja Deutschland spielen und dann in der Gruppe D, das weiß ich noch gar nicht so genau, wer da jetzt gerade ist. Könnte ich ja mal kurz nachschauen nochmal. Wer in der Gruppenphase denn nochmal in Gruppe D ist, da werde ich mit Türkei spielen. Genau, da werde ich mit der Türkei spielen, die was hier auch weiter sind. Ja, da werde ich mit der Türkei spielen und da werden wir da mal schauen, wie wir da mit der Türkei dann spielen. In der Gruppe D, aber naja, erstmal kommt dann Gruppe B und dann wir starten einfach mal rein. Ins Spiel in der erste K.O.-Runde. Rumänien gegen Deutschland. Ja, ich werde noch ein bisschen umstellen, die Trikots noch ein bisschen ändern. Und dann werde ich sagen, wir sehen uns gleich im Spiel wieder. Und jetzt sind wir auch im Spiel. Deutschland gegen Rumänien oder Rumänien gegen Deutschland. Ja, ich habe jetzt ein bisschen umgestellt, das werden wir gleich nochmal sehen. Wir spielen ein bisschen defensiver gegen Deutschland. Wir probieren jetzt so viele defensiv gut zu stehen, so gut defensiv wie möglich zu stehen. Ja, es sind die gleichen Aufstellungen wie bei der PES Euro 2016, die was jetzt auch gerade läuft auf dem YouTube-Kanal. Ja, da könnt ihr auch vorbeischauen, genau in der Videobeschreibung. Und ja, habe ich nicht die Original, die werde ich aber noch reinstellen. Und deutsche Nationalhymne. Ja, das war die deutsche Nationalhymne, die von Rumänien wird nicht gespielt, aber die wurde vielleicht gespielt. Ja, Stanko mit einer gelben Karte, Sperre, könnte vor einer Sperre stehen und Chiu steht auch hier, sind wir nochmal hier. Wir stehen viel defensiver als in den ganzen anderen Gruppenspielen. Hier die Aufstellung von Deutschland, Neuer natürlich im Garsten, Schweini der Kapitän, Müller, Boateng auf dem linken Verteidigerposition, ja. Ich werde die Mannschaft ja noch umstellen, dann bin ich in die Nummer umstellen, richtig. Ja, genau. Dann starten wir einfach rein mit Rumänien gegen Deutschland und schauen einfach mal, was wir hier so machen können. Mit Alexandru Maxim, Schweini aber, passt aber auf, so Mesut Özil, was eine starke Saison gespielt hat. Stanku! Aber Manuel Neuer ist da. Die Nummer uno der Keeper. So, Draxler auf Özil. Özil heute nicht so wirklich drinnen in der Partie besetzt hat. Boateng. Ich probiere halt so ein ganz kleines bisschen realistischer zu halten. Ja, bis auf das gegen Albanien vielleicht, das ist jetzt vielleicht nicht so realistisch. Aber die anderen Ergebnisse waren eigentlich sehr realistisch. Rumänien gegen Schweiz war auch sehr realistisch. Die haben ja gestern gespielt. Die haben nur 1-1 gespielt, was ich auch gespielt habe gegen die Schweiz. Ja, wir haben geführt und dann hat Schweiz den Ausgleich gemacht, ja. Wie auch in Real Life, da hat ja auch die Schweiz den Ausgleich gemacht. Ja, das ist immer ein bisschen wackelig. Draxler. Özil Draxler. Wir müssen ihn irgendwie klären. Jetzt gehen wir hier. Wir stehen halt sehr defensiv, stehen wir sehr stark jetzt. Halt. Weil wir sehr defensiv aufgestellt sind. Alexandru Maxim, der kann da mal ein bisschen mitlaufen. Tut aber nicht dann. Schade, schade. Draxler. Özil, aber. Tschup, 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 tschup. Passt gut auf. Oh, schöne Grätsche. War kein Foul. Boateng wieder. Vorne auf Müller. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht ins offene Messer reinlaufen. Julian Korb, der was in der Real Life Euro
nicht dabei ist, keine Ahnung warum, obwohl wir eigentlich einen richtig guten Rechtsverteidiger noch gebraucht hätten. Stanku, Stanku. Setzt sich wieder nicht durch. Schauen wir mal, ob sich Deutschland hier dann in Real Life auch gegen Albanien, gegen die Schweiz oder gegen Rumänien spielen wird. Ja, Rumänien hat da ein ganz gutes Spiel gemacht. Stanku, der setzt sich nicht gut durch. Schade. Hätte er mal besser machen können. Probieren jetzt mal ein bisschen die Abwehrreihe. Dann nach vorne mal zu ziehen. Ja, ein bisschen weiter weg vom Tor. Jetzt müssen sie wieder hin. Jetzt kann sie wieder näher ans Tor. Müller. Oh, super gemacht. Oh. War ein Fehler. Abseits oder was? Ne, Freistoß für Deutschland. Schweini und Groß stehen da. Toni Groß, der bringt die. Ha, Mann, da wollte ich ihn eigentlich nochmal klären. Aber hat nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. So. Grigore. Stanku. Schöner Ball auf Alexandru Maxim. Aber Manuel Neuer ist da. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spielbesetzer. Die Rumänen machen. Wir machen das einfach sehr stark. Wir könnten dann noch ein bisschen mehr machen. Es könnte die erste gelbe Karte geben für den Pintili. Für unseren defensiven Mittelfeldspieler. Der was hier Draxler umräumt. Mit der Nummer 15. Joa. Pintili, genau. Unseren ZDM. Und wieder Adone. Ja, Adone, sage ich schon. Das ist. Stanku. Die Rumäner, die dürfen sich halt nicht zu kaputt laufen gegen die Deutschen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht zu kaputt gehen mit dem Laufen. Toni. Oh, da greife ich nicht richtig an. Der Ball war nicht schlecht für Thomas Müller. Aber ein bisschen zu lang. Gibt es? Ah, ja, okay. Oh, Grigore. Der geht da nicht hin. Oh, Maxim. Kommt da nicht hin. Macht aber die Grätsche stark. Hummels. Julian Korb. Das ist ein sehr ausdrucksreiches Spiel. Wenn wir das so weiterspielen können. Aber gegen Deutschland wird es sehr schwer. Mario Götze wird gelegt. Es könnte die nächste gelbe Karte geben. Für Maxim. Aber so wie es aussieht, wird das wohl nichts. Wieder Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger. Okay, der Ball ist auch wieder weg. Es läuft bis jetzt ganz gut. 36. Minute. Immer noch ein klares 0-0. Könnte man mal ein bisschen mehr auf die Offensive gehen. Stanku kommt da auch nicht durch. Was mache ich denn da? Warum grätsche ich hier denn? Ich weiß es selber nicht. Warum ich jetzt die Grätsche ausgepackt habe. Aber da müssen wir mal ein bisschen mehr aufpassen. Oban. Oban. Wunderschöner Ball auf Stanku. Ne, geht dann nicht mehr zum Ball. Jetzt kommen sie aber immer noch. Jetzt kommen die Deutschen wieder über Müller. Auf Götze, der wird gelegt, kein Foul. Rad. Auf. Nicht auf Stanku. Stanku ist nicht reaktionsschnellig genug. Wir müssen einfach viel mehr hinten aufpassen. Wir müssen einfach hinten aufpassen wie die Feuerwehr. Aber vorne können wieder mal ein bisschen mehr machen. Das müssen wir echt mal machen. Mehr vorne. Vorne müssen wir einfach mehr reinkommen in die Partie. Also wird es hier einfach gar nichts mehr. In den ganzen normalen FIFA-Spielen oder sowas, da bin ich ein bisschen selber, ja, ich weiß es selber, dass ich da ein bisschen mehr Emotionen reinbringen kann. Aber in dieses Spiel kann ich nicht so viele Emotionen reinbringen, weil ich einfach nicht dieses, keine Ahnung, mir fehlt da irgendwie was. Ja, wir müssten mal nachschauen, ob wir wechseln müssen. Ja, eigentlich müssten wir nicht wechseln. Ja, Motion Rapp.
Der Rapp hat einen. Ja, bringen wir mal den Rapp rein. Der was da eigentlich gut reinpasst, aber schauen wir mal, ob das was bringt, wenn wir einen Rapp da hinten reinbringen, weil der unser Innenverteidiger, der Kapitän, hat da jetzt halt nicht mehr den Bock dazu, wirklich. Schweini, der hinten wieder auf Bart drüber spielt. Özil. Ja, in echt läuft es ja bei den Deutschen eigentlich ganz okay. Ja, jetzt frage ich euch nochmal, was tippt ihr? Deutschland gegen Polen? Ich tippe ein 2:1 für Deutschland. Einfach mal nur so in den Raum gestellt. Ja, das Tor macht Lewandowski für Polen und für Deutschland macht es Mario Götze und Thomas Müller. Das hätte ich jetzt mal sagen. Das ist kein Defensivmann macht. Boateng. Ja, jetzt war ich zu konzentriert am Reden. Und deswegen kann da mal sowas passieren, dass man da ein bisschen unkonzentrierter wird. Aber ist ja kein Ding, weil der Ball ging ja nicht in die Maschen. So, Rad. Da kann man ein bisschen laufen. Und sieht eigentlich, dass Alexandru Maxim läuft. Alexandru Maxim. Und da schließe ich nicht ab. Da vergesse ich die Taste zum Schießen. Das wäre das 1:0 gewesen, aber da vergesse ich das Schießen einfach. So, könnten hier Rapp. Super. Nochmal. Super Ball. Popa. Oh, der will ihn aufs Danku bringen, kriegt ihn aber nicht hin. Uiuiui, es könnte nochmal eine gelbe Karte geben, wird es aber vielleicht nicht geben, weil der Schiri hat keinen Vorteil angezeigt, so wie ich das jetzt gesehen habe. Draxler. Boateng. Kommt nicht an Hoban vorbei. So, und Hoban jetzt aufs Danku. Der, was da den Laufweg nicht macht. Draxler. Spielt auf Boateng. Das machen sie halt echt sehr stark. Jetzt müssen wir halt echt aufpassen, dass wir hier nicht noch das Tor kassieren. Wir müssten vielleicht mal ein bisschen offensiver spielen. Das werde ich jetzt mal dann gleich mal probieren, dass ich ein bisschen offensiver mich einstelle. Jetzt halt dann gleich. Weil Maxim ist schon sehr fertig. Maxim ist schon sehr fertig. Da sieht man es auch nochmal. Alexandru Maxim ist sehr kaputt schon. Genauso wie unser rechter Mittelfeldspieler. Stanku. Schöner Ball. Chipchu. Der bringt die Flanke in die Mitte. Eieiei. Man merkt schon, ich spiele auf einem schwächeren Schwierigkeitsgrad. Und das ist einfach dieses Problem. Weil jetzt hat, muss ich offensiver rangehen. Und defensiv stand ich halt bis jetzt halt sehr gut. Aber ich will offensiver, ich will das Tor noch machen. Ich will Deutschland rauskicken. Ich will hier im Achtelfinale eine Runde weiterkommen. Aber das wird so nichts, wenn es so weitergeht jetzt hat. Chipchu. Er bringt die Flanke auf Alexandru Maxim. Ah, die war nicht schlecht, die Flanke. Aber ist nicht reingegangen. Stanku. Wir machen hier mal eine Wechselvorbereitung. Strategie. Wir gehen mehr in die Offensive. Wir hauen ihn hier raus. Können wir den reinbringen? Ja, hier, den bringen wir mal rein. Und stellen den vorne in die Offensive. Maxim kann sogar sehr gut defensiv spielen. Bringen wir Adone mit rein. Den, was wir mal ein bisschen nach vorne setzen werden. So. Und wir können ja gar nicht mehr wechseln, stimmt ja. Jetzt wollte ich gerade noch einen Wechsel machen, aber geht ja nicht. So, und jetzt sind wir offensiver. Und jetzt sind wir ein Stückchen offensiver aufgestellt. Jetzt müssten wir da eigentlich mehr Räume für Deutschland haben, aber das sieht nicht nur so aus, das ist auch so. Mario Götze.
mit dem 1:0 für Deutschland. Mario Götze, der Wunderknabe vom WM-Finale 2014. Hier, der leitet sogar den Angriff ein bisschen mit selber ein. Hier, Schweini. Der auf Mesut Özil. Ne, das ist Müller. Ne, das ist Toni Kroos ist es. Und dann kommt der Ball mit ein bisschen Glück zu Mario Götze. Und der macht ihn zum 1:0. Ja, man hat schon gesehen, wir sind ein bisschen offensiver aufgestellt deshalb schon. Und die stellen dann schon, die Spieler gehen dann schon so in den ganzen Videospielen. Gehen ja immer die Spieler dann schon so, als würdest du das gar nicht so machen. Jetzt hättest du das gar nicht so eingestellt. So. Chipchu. Der bringt die Flanke einfach mal in die Mitte. Und Popa ist nicht der Kopfballstärkste. Da haben wir einfach mal zwei Spieler verfolgt. Einmal Boateng und Özil und dann kann ich trotzdem noch die Flanke bringen. Die was auch sehr stark kommt. Da als erstes geht noch in die Verlängerung. Wird es aber sowieso aus wie bis jetzt noch nicht gehen. Wir müssten jetzt noch das Tor machen. Weil wir zu oft, weil wir jetzt so offensiv stehen, wird das vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Dass wir hier einfach so Adon. Na, der wäre ein schöner Ball auf Stanku gewesen. Der hätte dann freie Bahn gehabt. Jetzt will ich ihn nicht umgrätschen. Ich will ihn nur eine Rode kriegen. Ey. Das wäre dann das bitterste. Pap, komm. Jetzt müssen wir halt ein bisschen hier mal ein bisschen probieren einfach. Dass wir in der 80. noch ein Tor machen ungefähr. So ein Lucky Punch vielleicht nochmal kriegen. Das könnte nochmal werden hier. Das könnte ja was werden mit einem mehr, einem Stürmer mehr. Mit zwei Stürmern jetzt da vorne könnte es vielleicht ein bisschen einfacher werden. Aber unsere Flügel, die sind halt schon sehr ausgepowert. Aber der war nicht gut. Rad. Und ans neue ZOM. Aber da ist Bastian Schweinsteiger. Auf Götze. Der zurück auf Toni Kroos. Dann Popa. Es wird halt schon sehr schwer jetzt. Hat Gündogan, was in der richtigen EM nicht dabei ist. Unten die Trainer, die winken und winken und winken und winken. Super gemacht. Das könnte jetzt auch schon fast gewesen sein, weil Deutschland hier den Ball gut behauptet. Ja, da kommen wir einfach nicht mehr hin und das war's. Das hätte ich jetzt mal sagen. Dann hauen wir den Ball dann mal nach vorne. Auf Stanku. Der ist eigentlich kopfballstark. Ah, Andon. Reus, der auch bei der realen EM nicht dabei ist, dank einer Verletzung. So, jetzt müssen wir nochmal in den Angriff kommen. Wird aber sehr schwer, weil Deutschland hinten sehr gut gestaffelt steht. Die stehen da sehr gut gestaffelt. Toni Kroos. Der spielt hier noch Marco Reus. Der auch Schweini. Und dann sieht es nach einem Mario Götze aus und der Ball ist zu lang. Das könnte es auch schon jetzt halt schon gewesen sein. Neuer kriegt den Ball, Neuer wirft ihn ab, wirft ihn auf Julian Korb und dann ist das Spiel auch vorbei. Deutschland gewinnt mit 1:0 gegen Rumänien. Wir sind draußen. Also wird am Donnerstag, nee, wird am Samstag. Ja? Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Am Samstag dann die Gruppe B starten mit der Nationalmannschaft von Wales. Ja. Dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Schauen wir uns mal die anderen Ergebnisse an. Deutschland, Österreich verliert 3:0 gegen Spanien. England gewinnt 3:0 gegen Albanien. Portugal verliert 1:0 gegen Italien. Polen kommt weiter gegen Slowakei nach Verlängerung mit 3:2. Belgien gewinnt gegen die Türkei mit 2:0. Frankreich verliert gegen Kroatien mit 1:0. Island gewinnt 3:0 gegen Russland. Und ja, das war die K.O.-Phase. Frankreich ist draußen, Deutschland ist weiter. Eieiei. Schauen wir uns mal hier das an.
Deutschland gegen Spanien wird spielen. Das würde ein Spiel. Ob wir da nur noch irgendwas davon sehen? Nee? Nix mehr, okay. Man sieht davon einfach nichts mehr. Das ist echt schade. Dass man nur noch hier die Gruppenphase sieht und K.O.-Phase. Deutschland wurde Europameister. Deutschland wurde Europameister. Haben Italien geschlagen. Haben Italien geschlagen mit 3 zu 1. Ne, 3-0. Mit 3 zu 0 haben sie sie geschlagen. Belgien hat 2-0 gegen Island gewonnen. Ne, gegen Kroatien. Gegen Kroatien haben sie gewonnen, ja. Deutschland ist Europameister. Eieiei. Das will ich auch noch hinkriegen. Wales ist ja gar nicht weit gekommen. Wann ist Wales eigentlich ausgeschieden? Als wievielter Platz sind die ausgeschieden? Als letzter. Uiuiui. Gareth Bale hat einfach nicht viel gerissen bei denen. Aber naja, Leute, dann hätte ich sagen, wir sehen uns am Samstag bei Rumänien, bei der ersten Gruppenphase-Spiel von Wales. Und dann hätte ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich, lasst ein Abo da, ne? Das so meine ich's. Genau. Ha, boah, ciao. Bah. Warum will ich meine Facecam zu machen? Ich habe keine Facecam an.